Ja, willkommen zurück zum neuen Part von Let's Play Yoshi's Island. Ich hab mich entschlossen, doch einen zweiten Part jetzt anzufangen, weil auf dem anderen war noch ein bisschen Zeit gewesen wäre, aber auch nicht mehr so viel. Um das Level, glaube ich, ganz drauf zu zeigen und ja, komm. Habe ich mir gedacht, wenn ich den anderen Part ein bisschen früher und gut ist. Da ging ja 10 Minuten oder so. Ich meine, es war jetzt kein so extrem kurzer Part irgendwie, was man sagen konnte, ey. Warum legst du 5 Minuten hoch oder sowas? Das waren ja 10 Minuten. Und ich rede ja viel zu viel am Thema vorbei. Egal. Jetzt gehen wir weiter in das Drecksschloss, das ich jetzt endlich abhaken will. Klar, klar, ich springe in die Bombe rein. Ist klar. Zieh mir die scheiße Vase mal wieder irgendwo hin. Gott. Komm. Ja, Schlüssel. Her mit dir. Wow. Wir haben ja ganze Brücke zerstört. Diese kleinen Schweine. Ah, nein, nein. Und was war denn das schon wieder so eine verfickte Drecksaktion? Ey, fickt euch, Alter. Fickt euch tief. Was soll denn der Dreck? Ey, was jetzt muss ich mal wieder 10 Sekunden nach rechts oder so, und fallen wir nach unten, ist klar. Ey. Langsam ist unglaubwürdig. Jetzt zum dritten Mal die ganze Scheiße. Ich glaub's nicht. Oh Mann. Ja, soll ich hier noch großartiges sagen? Ich glaube, es ist jetzt zum dritten Mal durch. Na sowas. Eine Blume. Hätte das gedacht? Sowas Münzen. Sowas eine Pflanze, wo der Schlüssel drin ist, den ich jetzt schon zum dritten Mal hole. Mann, ey. Ja, bla bla, ihr Scheiß-Drecksviecher. Bin mir auch gespannt, wo ich diesmal sterb. Ach, ich versuche es einfach durchzuziehen. Hab die Schnauze voll. Ja, komm. Na komm. So, wieder geschafft. So, weiter, weiter. Erst gar nicht aufhalten. Weiter, direkt weiter, Jungs. So, geht doch. Ja, da unten war noch Münzen. Zinn. So. Und jetzt habe ich hier mit einem Ei und einem Schlüssel rum. Ja. Scheigeilager. Okay. Ich weiß, was ich machen muss, aber wir brauchen ein paar Eier. Das kommt schon. So, wie habe ich 4? Ich glaube ja. Na gut, dann halt nicht. So, wir müssen durch dieses Fragezeichen diese Ketten immer aufziehen. Und manchmal müssen wir das ein paar Mal machen. So. Schön ein paar Scheigeis fressen. Entschuldigung, für den Fall der Fälle. So, wir haben es geschafft. Hey, krass. Dann war es gerade anderes Level, wo ich gewechselt habe. Da gab es nämlich noch eins, wo es mehr von diesen Dingern gab. So, 30 und 30 immerhin. Oben noch ein paar Blue. Ne, kommen wir erstmal runter. Ah. Ich brauche ich nicht, ich habe 30 Sterne.
oder? Ja. Aber nur 5 Münzen, ey. Das ist echt erbärmlich. Na egal, ich werde es Level E irgendwann nochmal machen müssen. Ah, ich nehme es zurück, ist dort das Level mit den vielen Dingern. Es war nur eine andere Stelle. So, geschafft. Was quiekt denn hier so? Ach, das sind die Ketten. Die quieken so, wenn sie hoch oder runter gehen. Habe ich gerade nicht zweimal geschossen? Ja, manchmal komme ich hier echt verarscht vor. So, jetzt muss man hier ein bisschen aufpassen, dass man nicht in die Stachel reinkommt. Oh Mann, nein. Nein! Dummes Ding. Ja, jetzt muss man das richtige Timing abwarten, um da hochzukommen. Ich glaube, ich habe gerade sehr gut getroffen. Ja. Sehr gut. Ich dachte, ich muss hier. Was zur Hölle? Ah, okay, jetzt habe ich mir überlegt, so, was mache ich hier oben eigentlich? Muss doch irgendwas sein. Nein, nein, ey. Ah, okay. Fickt euch. Ich glaube, ich muss hier irgendwas suchen. Oh, ey. Piss off. Ich glaube, in irgendeinem Blumentopf war es. Ja, Schlüssel. Wir haben den Schlüssel gefunden. Jetzt noch durch die Sterne. Jawohl. Jetzt müssen wir noch das rote Ding finden. Ah, da ist er. Gelbe Eier. Ey, wie viele Sterne gibt's denn hier? Wie viele Sterne gibt's denn hier noch? Okay. Wir sind am Ende angekommen. Jetzt erwartet uns ein Gegner. Ach, das war der Gegner, der ist einfach. Oh Yoshi, das Kind bringt Unheil über die Bowser-Familie. Also gib es mir. Mir doch egal. Was macht der Shy Guy da drüben? Na, was hat ein komisches Zeug? Eine Pflanze, wie süß. Ja, der Gegner ist total einfach. Wir müssen nämlich nur den Gegner von runterschieben. Okay. Auf die Flammen sollte man vielleicht aufpassen. Ansonsten schiebt man, schiebt und schiebt und schiebt und schiebt und schiebt und schiebt. Ja, den Flammen sollte man ausweichen. Wie dumm der guckt ist da mal, ey. Na komm. Schade, aber ich dachte, kann ich jetzt mit so einem Eierschuss runterbringen. Mit so einem Schuss runterbringen. Na, mach's gut. So. Level 2 abgeschlossen. Welt 2 abgeschlossen. Und wir hatten den Schlüssel. Hm, 67. Schlecht. Ja, 94 war ja auch noch in Ordnung mit 5, aber hey, der Rest. Schlecht, 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 schlecht. Und Yoshi jumpt und jumpt und jumpt und rennt und rennt und rennt und rennt. Rennt ins zweite Castle rein. Und es macht Crash. Die zweite Fahne hängt.
Wir haben es geschafft! So, wir sind in Welt 3 angekommen und die zeige ich euch das nächste Mal, denn ich habe heute keine Lust mehr, Yoshi irgendwie weiterzumachen. Heute auch genug Parts von Yoshi's Island gedreht. Ja, dann. Vielen Dank beim Zuschauen. Nochmal vielen Dank an alle Abonnenten, die ich habe. An all die, die mich unterstützt haben. Und ja. Bleibt mir erhalten. Schaltet auf.